Alles, was wir bis dahin gesehen haben, war eigentlich sogenanntes Bloßfechten. Das heißt, es ist zur zivilen Selbstverteidigung da oder zum Duell. Wie man sieht, muss man gegen eine Rüstung ganz anders angehen, weil die Heue den Gegner vielleicht noch irritieren und beeinflussen, aber sie verletzen eigentlich gar nicht mehr. Stattdessen muss man in die Bösen zwischen den Rüstungsteilen stechen. Oder mit dem Knauf ins Gesicht hauen. Oder natürlich den Gegner durch Wurf- und Hebeltechnik zu Boden bringen. Oh, ist er sauer? Wie man sieht, schränken diese Rüstungen in Wirklichkeit auch gar nicht sehr ein, sondern erlauben einem noch diverse Fechttechniken auszuprobieren. Oh. Mach die Technik, ist schön. Diese Rüstungen entstammen der Mitte des 15. Jahrhunderts ungefähr. Und zu dieser Zeit war es gar nicht mehr nur Rittern vorbehalten, Rüstung zu tragen, sondern auch die Bürger einer Stadt mussten zum Beispiel je nach Vermögen verschiedene Rüstungsteile stellen. Und wenn man entsprechend das Geld hatte, dann konnte man sich einen solchen kompletten Harnisch leisten. Danke für die Anleitung.